Thank you.
So, meine Leute, na, wie geht's? Schön, dass ihr da seid. Wir machen weiter mit dem RPG-Maker. Ich habe hier mal gerade noch so ein bisschen rumgebastelt. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, was ich hier so vorbereitet habe. Wenn nicht, dann muss ich mir noch was einfallen lassen. Natürlich soll es hier noch Musik geben. So als kleiner Hintergrund. Genau. Und zwar soll es hier schön dunkel werden, wenn man so eine Höhle betritt. Und hier soll es eigentlich wieder hell werden. Beziehungsweise soll quasi dem angehen, was das gewöhnliche Ereignis hier bei den Tag und Nacht hat. Wie setze ich das um? Ich glaube, ich habe da schon eine Idee. So, und zwar mache ich das so. Also das gewöhnliche Ereignis Tag und Nacht reinzuhauen, das bringt nicht viel. Also machen wir das wieder weg. Wir könnten es allerdings so machen, dass wir eine bedingte Verzweigung machen. Und zwar ist der Schatten, nee, die Variable. Wir brauchen die Variable. Variable Tag und Nacht. Ist die bei. So, jetzt muss ich gucken. Also ich habe hier noch mal ein Fenster, wo das alles steht. Ich gucke jetzt eigentlich quasi einfach nur, wo ändert sich was? Wo ist irgendwas anders? Und zwar ist die Variable Tag und Nacht bei. Ach, das habe ich hier doch noch gar nicht. Ja, das verwerfen wir erstmal. Kopieren wir das einfach hier drüben mit rein. Und somit habe ich das nämlich gleich. So, ist die Variable Tag und Nacht bei 120. Gleich oder höher. Allerdings nicht höher als 240. Also ist, wie machen wir 200? 30. Ich habe jetzt quasi einfach durchlaufen lassen. Soll jetzt gucken, 120 120 oder höher. Das heißt, wenn die Variable höher als 120 ist, dann greift das erst. Aber niedriger als 239, das habe ich nämlich auch hier. Das ist quasi die Variable als 239. Dann soll das Licht Dusk sein. Also morgens. Nee, abends. Entschuldigung, abends. So, dann
bauen wir genau dasselbe. Noch einmal hier drunter. Ist die Variable aber bei 240 oder höher? Und 300 59 oder niedriger, dann soll es Nacht sein. Das kopieren wir uns wieder. Das Ganze, das speichere ich mir dann gleich ab. Damit brauche ich das nämlich nur zu kopieren und einfügen. Das ist jetzt einmal, dass ich das jetzt hier so rauslesen muss. Ist die Variable ist die Variable 360 oder höher und soll bis 479 oder niedriger gehen, dann soll es Dorn, also frühs sein. Und zwischendurch mal übernehmen. Und dann last but not least ist die Variable 480 Nee, das muss ich anders schreiben. Die Variable 1 bis 120 119. Ich muss ja immer eins weniger nehmen. 119. Dann soll es Tag sein. So. Genau. Landry, dir auch. Liebe und Gesundheit, alles gut bei dir. Alles schick. So, jetzt gehen wir hier nochmal alles durch. Das ist jetzt der Tag- und Nachtrhythmus. Alles sexy. Und selbst, wow. Zwar ein bisschen müde, weil die Woche, die schlaucht gerade so ein bisschen, aber sonst alles gut. So, wir haben hier 60 Frames warten. Dann soll die Variable Tag und Nacht plus 1 werden. Also jedes Mal alle 60 Frames, das ist jede Sekunde, kommt einmal Tag und Nacht dazu. So, ist es auf 1, gibt es momentan nichts, was jetzt irgendwie sich verändert. So, dann wieder 60 Frames warten.
ist es dann bei 2, bei 60. Das könnte man eigentlich rausnehmen, aber müsste ich den ganzen Skript nochmal umschreiben, deswegen habe ich das so gelassen. Vielleicht mache ich ja auch noch andere, kleinere Spezialitäten rein. So. Und bei 120, dann ist es abends. If Sonnenaufgang. Dann ist es nachts bei 240. Auch nachts. Das müsste man jetzt testen. Okay, wir übernehmen das erstmal. Normalerweise müsste ich jetzt noch reinschreiben, ist es bei 480. Hinter Verzweigung. Quatsch, Variable. Tag und Nacht bei 480. Dann soll hier auch nochmal Tag sein. So, übernehmen. Jetzt müssen wir jetzt einfach testen, ob das so funktioniert. Ich bin mal sehr gespannt. Und das alles nur, weil es hier so ein bisschen dunkel sein soll. Wir gehen hier raus. Achso, warte mal, die Variable, die hat ja noch nicht gegriffen. So, jetzt greift die Variable. Jetzt zählt auch die Variable mit. Jetzt müsste es Tag werden. Macht es nicht. Warum nicht? Tag und Nacht ist bei 5. Hat es aber so eingestellt bei 1 bis 19. Warum nimmt der das nicht? Stimmen die Verhältnisse? 1 oder größer, aber kleiner als 119. Sorry, jetzt habe ich mich verklickt. Warum geht der nicht dahin? Dann versuchen wir es mal anders. Hier habe ich einen parallelen Prozess. Können wir das mal hier in den parallelen Prozess mit rein? Also der Variablenwert von Tag und Nacht ist ja dann gleich 0. Also deswegen funktioniert das jetzt hier nicht.
Jetzt läuft aber der Tag- und Nachtrhythmus, wenn ich diese Map hier betrete. Sehr schön. Hier ist wieder Tag. Okay, dann muss ich quasi immer einen parallelen Prozess außerhalb von diesen... Ich habe das jetzt quasi so geschaltet, Landry. Ich habe jetzt den parallelen Prozess genommen. Also quasi, wenn es hier draußen Tag ist, wir müssen jetzt warten, bis es dann mal ein bisschen dunkler wird. Wenn es hier draußen Tag ist, soll es quasi, wenn du aus der Höhle rausgehst, auch Tag werden oder zum Beispiel Abend oder Nacht oder was weiß ich. So, aber wenn du in eine Höhle reingehst, ist ja klar, dass es dunkler wird. Eine Höhle ist ja dunkel. Hier kommen dann noch so schöne kleinere Leuchteffekte rein, solche kleinen Fackeln oder sowas. Ansonsten funktioniert das schon ganz gut. Ist ja eigentlich logisch, oder? Ich möchte quasi, dass hier in den Dungeons oder in den Höhlen es dann dunkler ist. Es kommen dann hier noch, wie gesagt, vielleicht mal ein, zwei Fackeln hin. Einen globalen Effekt brauchst. Habe ich, Landry. Quasi im Hintergrund, das zeige ich dir mal, im Hintergrund läuft das gewöhnliche Ereignis. Das zählt immer ein Frame mehr, Tag und Nacht, bam, geht immer weiter drauf. So, warte mal, wir können mal hier, ich kann mir das mal zur Seite nehmen, können auch mal ein bisschen bescheißen. Wir nehmen mal die Variable, Tag und Nacht ist bei 105. Das tun wir jetzt mal auf 115 hochschrauben. Jetzt müsste es eigentlich gleich etwas dunkler werden. Oder? Ja. Und es wird dunkler. Das heißt, so ein Aufgang und jetzt, also es war ja Tag. Und jetzt geht es dann Untergang. Also wird es etwas düsterer, etwas dunkler. Wenn ich jetzt hier hingehe, ist es wieder dunkel. Wird es wieder dunkel, schön. Und wenn ich hier hinkomme, ist es wieder mehr so ein Dimmlicht. Also es ist nicht hellster Tag. Das ist quasi einfach nur hier mit dieser Variablen bzw. mit dem Variablen steuern. So, dann haben wir noch 240. Wir machen jetzt mal hier, wir spielen mal Gott und machen mal ganz schnell Tag und Nacht. Wir machen mal 235. Ich finde übrigens den neuen Regeneffekt, finde ich irgendwie echt. Der ist lecker. So, jetzt müsste es gleich Nacht werden. Richtig, sehr gut. Also wie gesagt, die Variable, die läuft ja im Hintergrund immer weiter. So, jetzt ist es morgens.
Lentry, ich will das mit allen Tagesformen machen. Guck mal, der Regen, der nervt mich jetzt gerade. Ja gut, kann ich nicht ausschalten. Naja, frühes, mittags, abends, nachts. Die Tagesform quasi. So, bei Tag haben wir es ja schon versucht. Also funktioniert das. Sehr gut. Da kann ich das nämlich jetzt nehmen. Aus Höhle raus. Wie nenne ich denn das jetzt? Tag, Nacht, Höhle raus. So, jetzt kopiere ich mir das. Nein, das nicht. Das sind dann halt immer solche. Ach so. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Das sind immer solche Sachen, die muss man dann wirklich getestet haben. Das ist dann auch das, was es für mich spannend macht, wenn es mal wirklich nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. So, das Gleiche, das muss ich dann quasi hier mit einfügen. Und hier muss ich Dark Blue reinmachen. Weil das ist das, was ich quasi für die Höhle hier mache. Natürlich ein paralleler Prozess, damit das Ding dann sofort weiß. Alles klar. Das brauche ich jetzt hier in der Mine nicht machen, weil das wird nämlich übernommen. So, das habe ich getätigt. Jetzt möchte ich nochmal was gucken. Wenn ich jetzt hier reingehe. Genau, ich muss die Viecher noch überarbeiten. Hier habe ich sogar noch einen Fehler drin. Das muss auf paralleler Prozess, dann funktioniert das auch. Also hier die Viecher muss ich jetzt noch bearbeiten. Und zwar brauche ich dafür etwas. Und zwar soll das hier nämlich zufälliges Ereignis sein. Das muss ich jetzt quasi mit allen hier machen. Nicht fixiert, sondern zufälliges Ereignis. Ich erkläre gleich, was ich hier mache. Lass das mal bei den zwei da oben raus. So, und zwar habe ich mir überlegt, Mensch, ich möchte mal was anderes noch mit reinmachen. Nicht nur immer so, boah, die Gegner, die kommen auf dich zu und du hast ein echtes Problemchen. Sondern jetzt haben sie solche roten Leuchten. Jetzt haben sie solche roten Leuchten dran. Ich kann immer raustappen. Was sie hier solche Scheinwerfer.
Wenn sie dich mit diesen Scheinwerfer hier treffen, dann verfolgen sie dich. Ansonsten rennen die sonst irgendwo rum. Das haben sie hier nicht, das ist die alte Version davon. Erinnert mich an Metal Gear Solid. Ja, ja. Aber ich möchte das so machen, weil ein Gegner, der dich nicht gesehen hat, weiß nicht, dass du da bist. Im Normalfall. Das ist eigentlich der Hintergrund. So habe ich das gemacht, so nerviges, die verfolgen dich halt. Ich könnte den dann auch quasi erstmal so drehen. Den lasse ich in die Richtung gucken. Sie quasi nicht immer nur nach unten gucken, sondern auch mal woanders hin. So. Es ist quasi, ich möchte einfach nur etwas machen, wo man sich sagt, okay, das ist eine nette kleine. So eine Nettigkeit, so ein bisschen nett. Also quasi mal was ein bisschen anders machen. Bei denen ist es jetzt egal, ob die nach unten gucken oder nicht. Das sieht man dann final nicht mehr. Das ist dann halt nur bei dem, weil man kommt hier hin, hier unten ist man dann, und es ist dann belastend, wenn man dann gleich angegriffen wird, finde ich zumindest. Somit kann man dann auch selber entscheiden, okay, schmuggel ich mich da vielleicht an denen vorbei, schaffe ich das? Oder bin ich dann eher so, dass ich doch kämpfen will, dann kann man nämlich dann gleich angreifen. Oh, habe ich jetzt alle erwischt? In dem Sinne kann man jetzt sagen, okay, alles klar, schaffe ich es hier irgendwie stealth-mäßig hier vorbei? Okay, Mist, ich wurde von zwei erwischt. Und da weiß man dann so, verdammt, jetzt muss ich kämpfen. Da umgehe ich nämlich auch das, dass du so richtig eingekreist werden kannst, so eingekeilt.
Ah, stealth-mäßig vorbei. Gegen die muss ich jetzt kämpfen. Ich muss ja gucken, ob das alles so funktioniert. Okay, die zwei haben auch so einen Scheinwerfer dran. Nicht wundern, ich habe da so einen kleinen Cheat drinne. Das wollte ich ja auch noch überarbeiten. Stimmt. Ah, wie ist er auf die Mauer gekommen? Okay. Das muss ich gleich mal ausbessern hier. Kachelset und zwar Dungeon 2. Yoshi, moin, wie geht's? Schön, dass du da bist. Dungeon 2. Ist eigentlich ein X. Gucken wir mal mit den Durchgängen. Ist auch nix. Okay, warum komme ich dann aber da drauf? Mir geht's ganz gut. Und dir? Alles gut bei dir? Mache ich es mir einfacher. Ich setze hier einfach ein Ereignis. Was wie Charakter ist, ist einfacher, um da jetzt irgendwie was rauszulesen. Es ist nur, die Woche hat ein bisschen geschlaucht, aber sonst alles schick. Ist nur hier, ja. Yoshi, darfst nicht davon ausgehen, bei der Frage jetzt, NES, SNES, N64, GameCube, das sind schon mal vier. Dann noch Wii U und jetzt die Switch. Das sind schon mal sieben. Aber Nintendo hat mehr rausgebracht, als sie eigentlich hier in Europa zum Beispiel hatten. Ja, gut, dann musste etwas weniger nehmen. Dann sind es schon nochmal nicht, was hatte ich gesagt, sieben, sondern sechse. Okay, die haben alle hier so einen Scheinwerfer. Nintendo hat ganz viele rausgebracht. Viele Konsolen, die bei uns noch nicht mal irgendwie rausgekommen sind. So, als nächstes brauche ich... Ist das eigentlich auch von da aus? Ja. Brauche ich das, weil der hier kommt weg. Das kommt hin. Belebungsmittel, 5 Stück. Thank you.
Du musst dich mal reinlesen nach der Arbeit. Ja. Zum Beispiel hat Nintendo sogar auch ein Teil rausgebracht. Das wusste ich selber nicht, bin ich auch vor kurzem erst drauf gestoßen. Was so eine Art 3D für den. Also es war nicht wirklich ein Handheld, aber es war ein Handheld, wo du 3D-Effekte hattest. Das war in Kooperation mit einer anderen Firma. Da hattest du quasi so ein Gestell gehabt, hattest so eine Brille, einen Controller und da musstest du dann da durchgucken. Also das Gestell ist auf dem Tisch gewesen und du hast dann da durchgeguckt und konntest dann halt zocken. Der Nachteil war, der Virtual Boy, genau, Lentry, genau. Virtual Boy war das. Aber das Ding, das hat sich nur so mittelgeil verkauft. Davon habe ich jetzt vor kurzem erst mehr oder weniger was gesehen. Klingt ja mega interessant. Der hatte, glaube ich, nur zwei oder drei Farben, was er abspielen konnte. Aber dafür sah das eigentlich gar nicht so scheiße aus. Du hattest dann halt noch so einen Controller gehabt, wo du die Spiele reinstecken konntest. Oder war das ein Virtual Boy? Ich weiß es nicht mehr. Musst du dich mal belesen mit dem Virtual Boy. So genau kriege ich das jetzt auch nicht mehr drauf. Da habe ich jetzt noch irgendwo was vergessen. Das habe ich. Oben dort. Hier war ja nichts weiter, noch nicht. Der Hintergrund ist, die Mine hier möchte ich noch erweitern. Das heißt, man kann sich irgendwann die Mine hier kaufen. Das scheiße, dass man das mittlerweile nicht mehr groß machen kann, so wirklich. Also quasi, das hier ist der Virtual Boy. Wobei der Controller, der ähnelt ja dem eines, ich glaube, Gamecubes war's. Bin mir doch gerade nicht so sicher. Genau, und warte mal, wo war denn das? Wo konntest du da das Spiel reinmachen? Also quasi so hat es dann ausgesehen, der konnte nur halt so mehr oder weniger Rotfarben machen, sogar nur einfarbig. Ja, und das Ding hat sich nicht so geil verkauft. Minenerweiterung, genau. Ich möchte, dass man hier quasi die Mine dann erwerben kann, später. Um unter anderem an solchen Dingern dann Ressourcen abzufahren. Das wiederum heißt, wenn ich mich dazu entschlossen habe, das zu machen, kann man dann quasi
dann stelle ich überall mal hier so kleineres hin, so einen kleineren Steinhaufen oder halt einen größeren Steinhaufen oder. Beispiel hier, das hier kann ich ja auch noch hinsetzen. So, und dann kommt es halt drauf an, auf was für eine Erweiterungsstufe man die Mine hat. Man kann es dann abfarmen, man kann dann sagen, okay, alles klar, ich baue jetzt das Ding ab und kann sich so noch mal ein paar Ressourcen besorgen. Und die sind dann wichtig für das Crafting-System. Momentan haben wir ja nur ein paar Tränke, die wir craften können. Aber ich möchte ja dann auch noch, dass man Rüstungen und Waffen und alles craften kann. Genau. Aber bevor man die Mine hier quasi befreien kann oder beziehungsweise erwerben kann, muss man die erstmal ausgeräumt haben. Dann geht es nämlich hier drüben weiter nach unten und dann kommst du halt zum nächsten Geschoss von der Mine und so weiter und so fort. So ist quasi der Hintergedanke von dem Ganzen. So. Genau. So habe ich mir das gedacht. Jetzt brauche ich wieder das hier. Wie gesagt, so ein kleines Farming-System kommt noch mit rein und ach, ich weiß nicht, es kommt noch einiges rein. So. Erst einmal machen wir das hier alles weg. Das sind nämlich unnötige Sachen, die man nicht mehr brauchen. So, wir... Nein. Wir zeichnen nämlich hier erstmal das ein. Überall so eine 1 hin. Das ist eine sogenannte Region. Was wir jetzt mit der Region machen, zeige ich euch. Wir hämmern... Ups. Wir hämmern hier ein Ereignis hin. Mit einem parallelen Prozess und brauchen quasi das hier. Das besagt einfach nur die X-Achse und die Y-Achse, also X-Achse von links nach rechts und Y-Achse von oben nach unten. Möchte ich wissen, oder der RPG-Maker soll wissen, wo ist der Held? Also wo bin ich auf der Karte gerade? So. Dann geht es zu einer Speicherinformation. Das speichert dann ab. Okay, ich bin jetzt auf dem Feld. Bin jetzt auf dem Feld 1026. Hm, okay. Hier sind wir bei... Also hier sind wir jetzt bei 16, 23 und hier sind wir 21, 16. Da passiert nichts momentan. Ist alles gut. Wir wissen ja nur, wo wir sind. Aber ich möchte ja, dass wenn wir auf Region 1, also quasi hier drauf kommen, auf eins von den Feldern, das merkt der RBG-Maker dann. Durch die Speicherinformation, die ich ihm dann gebe oder gegeben habe, sagt er dann, okay, der Held tritt jetzt auf Region 1, das trifft jetzt zu, was soll ich denn da machen? Oh, ich soll hier einen Übergang machen, aber nicht ins Intro, sondern quasi hierhin. Alles klar, also weiß jetzt der RPG-Maker, wenn ich auf Region 1 komme,
Egal wo Region 1 ist, ich kann es auch hier hinsetzen. Ist völlig wurscht. Wird es dann einen Übergang geben? Auswärts. So, dasselbe, das muss ich jetzt quasi auch mal hier machen. Mit der Minimap kann ich rausmachen. Und zwar möchte ich das ja, dass es hier hingeht. Allerdings kann ich das nicht hier unten hinsetzen, weil wir haben ja, wir wissen ja, der RBG-Maker sagt dann, ah, warte mal, jetzt trifft das zu, jetzt haue ich den raus. Also musst du eins drüber machen. So, also wie gesagt, vorher war es dann hier gewesen. Wäre es ja dann so gewesen, ah, Region 1, alles klar, wir schicken den wieder raus. Das wäre zu einem unnötigen Bug geworden, wo du diese Ebene hier niemals betreten hättest können. So, nebenher möchte ich allerdings, dass er sich dann auch jedes Mal abfragt, hier auf dieser Map, was haben wir denn für eine Tagesform? Wenn die Tagesform dann aktuell ist, dann bam. Okay, weil wir betreten hier nämlich dann gleich eine Mine oder beziehungsweise, was heißt Mine? Wir betreten hier dann eine Höhle. Und in dieser Höhle soll es wieder dunkel werden. Was wir auch ganz einfach symbolisieren können. Man könnte jetzt sagen, okay, ich hämmer da jetzt quasi mit Lichtverhältnissen rum, wo ich jetzt gerade nicht weiß, wo die sind. Hier, Bildschirmtönen. Ich könnte jetzt sagen, ich nehme ein bisschen Rot raus, ein bisschen Grün, ein bisschen Blau, wobei Blau soll es ein bisschen weiter sein und Graustufe noch ein bisschen rein. Das alles mit 60 Frames jeweils immer und warten auf Schluss. Das könnte man so machen. Ja, aber ich finde das mit dem Dark Blue dann doch ganz geil. So, das brauchen wir jetzt quasi nicht auf jede Ebene machen. Wir können jetzt sagen, okay, hier, ja, kommst du ja eh nicht raus, also bleibst auf Dark Blue. Hier kommst du raus. Müssen wir hier nochmal eins hinsetzen. Wenn du hier rauskommst, wird es ja wieder hell. Und wenn du dann wieder zurückgehst und die Information nicht da ist, dass es auf dunkel werden soll, dann sagt der RBG-Maker, okay, dann lassen wir es halt hell. Dann ist das halt so. Kann ich nichts für, sieht zwar ein bisschen scheiße aus, aber wenn er das so will. So, hier setzen wir auch nochmal das Dark Blue hin. Hier auch. Ich meine, ich möchte ja auch ein bisschen erklären, was ich hier so mache. So, das nehmen wir mal raus. Das hauen wir rein. Das, was ich jetzt hier mache, ist quasi einfach nur, dass es oben, also quasi hier auf der Seite, nehmen wir jetzt mal an, ich bin jetzt in den RBG-Maker drin und hier ploppt dann einfach auf, 500 Gold erhalten. Mehr ist das hier nicht. So, muss ich hier jetzt noch was beachten? So, das hier machen wir jetzt auch noch ein bisschen schöner. Das sieht so ein bisschen, ich weiß nicht. Das sieht so ein bisschen geleckt aus, finde ich. Erst einmal nehmen wir hier einen anderen Boden. Es ist ja eine Höhle, beziehungsweise es soll ja mehr oder weniger
eine Höhle symbolisieren. Und ich möchte ganz gerne. Ja, das ist ein bisschen viel. Ich möchte ganz gerne, dass es hier. Da kommt was hin. Guck mal. Hier oben noch was hinhauen. So ein kleines Ding hin. Dass es einfach optisch etwas aufgelockerter ist. Das möchte ich haben. Weil das sieht mir so ein bisschen echt matschig aus. So nach dem Motto, da hat er jetzt überhaupt keine Lust mehr gehabt. Und ein bisschen Deko hier dran ist so auch nicht verkehrt. So, ich bin ja ein Freund von solchen Rissen teilweise. Das war da oben noch ein Riss hin, hier unten. Das sind dann halt jetzt nur so Kleinigkeiten, die ich jetzt hier mit einbaue, die das ganze Bild aber etwas schöner machen. Vielleicht mal hier noch so ein kleines Löchlein. Oh nee, das sieht doof aus. Immer noch ein Loch. So. Dann vielleicht mal noch so ein paar Dreckklumpen. Dreckklumpen müssen sein, kommt. Ist vielleicht mal noch ein Tierchen hier geendet? Oder ein größeres Tierchen? Nein, natürlich das nicht. Das ist zu groß. Das nehmen wir nicht mit. Und vielleicht war ja doch schon mal einer mit hier drin und hat ein Seil. Na, nicht immer so in die Ecken rein. Bin ich jetzt blöd, wollte ich ein Seil her? Ja. Vielleicht hat ja doch mal einer hier irgendwo so ein Seil vergessen oder war schon mal hier drinne. Nee, das kann man nicht nehmen. Mal noch eine Spinnwebe hin. Hier eine. Das ist einfach nur so ein bisschen, dass es halt auch aussieht, Mensch, der Aske, der hat echt Bock gehabt, das mal zu erstellen. Nicht so, das sieht ja aus wie Schützerarsch, letztes Glied. Hier sowas. Bam. Wo dann vielleicht Mäuse durchrennen können. Mäuse. Sauber gemachte Höhle, wir hatten hier geputzt. Ja, das vorher, also wenn ich jetzt auch mal hier hingucke, das sieht halt, der Boden, der ist nicht gleichmäßig, also der entspricht nicht den Wänden. Und ja, es sieht halt zu sauber aus, es sieht zu clean aus.
Wartet. Was läuft das jetzt? Ich zeige euch gleich was. Das ist dann halt wieder so eine Kleinigkeit, die ich dann wieder witzig finde gerade. So, hier noch mal ein Ereignis erstellen. So, vielleicht eine Bewegung wie nee, Untercharakter. Sehr schnell. Setz mich jetzt mal da oben hin. Mal gucken. Das gefällt mir noch nicht so. Also machen wir mal Benutzer definiert. Route. Zufällige Bewegung. Ich muss mal gucken, dass ich das rauskriege, dass die sich immer nur so bup, bup. Und so weiter. Das muss ich mal rauskriegen. Vielleicht kriege ich das ja jetzt raus. Also eine Maus macht das ja nicht. So eine Maus rennt ja nicht einfach so, ups. Und dann bleibt sie stehen und dann rennt sie wieder nur ein Stück und dann bleibt sie wieder stehen. Das macht nun mal eine Maus nicht. Auftreten, fixe Richtung. Es ist auftreten, da muss ich mal gucken. Ach so, auftreten in dem Sinne. Okay, alles klar. Gehen. Auftreten. Vielleicht höchste Priorität, Frequenz quasi. Ach, ich habe ja noch den Multilink drin. Warum sagt denn mir das Scanner? Wir sind jetzt quasi. Oha, oha, oha! Ist vielleicht ein bisschen schnell. Die Maus ist wirklich ein bisschen sehr rasant unterwegs. Ich glaube, höhere
Priorität reicht und schnell. Das passt schon dann. Also ich nehme jetzt ein bisschen Geschwindigkeit raus. Jetzt kriegt sie aber wieder. Jetzt hat sie wieder so ein bisschen. Auftreten nehmen wir mal raus. Geht dann machen wir höchste Frequenz, höchste Priorität. Das, so ist das vollkommen okay. Man kann erkennen, okay, hier rennt was rum. Hier ist was. Da ist ein bisschen Bewegung drin. Hier können wir mal die Maus noch ändern. In eine etwas hellere Maus. Ja, da wirkt es dann auch gleich wieder so ein bisschen belebter. Habe ich denn noch irgendwas? Mäuse. Hunde, Schweine, Füchse. Wisst ihr eigentlich, was ich heute gar nicht so witzig fand? Auf Arbeit. War eine Arbeitskollegin von mir, hat auf den Kalender geguckt und fing an, hey Aske, also hat meinen richtigen Namen gesagt, weißt du was? Ich so, ja, so einiges, aber erzähl mal, was soll ich nicht wissen? In einem Monat wirst du älter. Ich so, oh nee, komm, hör auf damit. Oh, das will ich jetzt gerade gar nicht hören. Fliegen. Ja, das ist dann immer so eine Information, die will man dann einfach in diesem Moment nicht hören. Wisst ihr, was eigentlich hier fehlt? Nicht gestern, also musst du auch. Ja, genau. Auch erhalten, bereits erhalten. Alles gut. Ja, das sind dann, ich weiß nicht. Zu meinem Geburtstag das Beste, was man mir machen kann, zu meinem Geburtstag, wenn man mich privat auch so ein bisschen leiden kann, ist
einfach in Ruhe lassen. Ich hab keinen Bock auf das Ganze so. Jetzt bist du ein Jahr älter. Lass mich doch einfach in Ruhe. Aber der Grund, warum ich das eigentlich gar nicht so leiden kann mit den Geburtstagen ist, da melden sich wenn man mich leiden kann, lass mich nicht mehr gut. Der Grund, warum ich das eigentlich gar nicht leiden kann, ist, wenn man mir jedes Mal so gratuliert. Ich meine, klar, in einer Community oder sowas, das ist alles schick. Da sehe ich das auch nicht so enge. Aber wenn es dann so ins Private geht, kann ich das nicht ab, weil dann melden sich nämlich Leute, die sich 1000 Jahre bei dir nicht gemeldet haben und das dann rein zufällig auf Facebook gesehen haben oder sonst irgendwo. Oh, warte mal, der hat ja Geburtstag. Alles Gute. Wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich so, ja natürlich, aber durch die schweren Zeiten hast du mir nicht geholfen. Was ich jetzt hier quasi gerade mache, möchte ich euch auch erzählen. Und zwar suche ich gerade ein paar Sprites raus, nebenbei. Viele schöne, tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Und zwar, pass mal auf, geht's einfach mal hier, nehmen wir mal Destinär, na vielleicht nicht, nehmen wir mal Tayo. Hier eine höchste Priorität rein, schnell, und zwar... Und es soll zufällig sein. Was wiederum heißt, ich werde jetzt auch das Spiel nebenbei mal so ein bisschen belebter machen mit in den Städten vielleicht jetzt nicht. Das ist einfach nur Testmap. Mit solchen Vögelchen quasi. Wobei der ja ganz schön hysterisch rumfliegt. Normal. Hier machen wir natürlich über den Charakter. Ja, das ist richtig, Lentry, das ist richtig. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich den höher setzen kann. So sieht es ja aus, als ob es einfach nur eine fette Ente wäre, die es nicht mehr schafft, drüber zu fliegen. Das ist einfach nur eine fette Ente irgendwie. Die so mit dem Bauch über den Boden drüber ballert. Aber das kriege ich auch noch raus. Ein Vogel mit Höhenangst. Genau. Ich glaube, ich weiß, was ich da machen kann.
machen wir auch gleich mal. Wir versuchen mal was. Familie war gestern da, Kaffee, Keks, hab keinen Kuchen gebacken. Familie weg und dann habe ich hier immer mit Freunden gezockt und Twitch zugesehen. Ja, sagen wir mal so. Es gibt ja viele, die sagen, nee, Geburtstag ist etwas ganz schlimm, doll Besonderes. Es ist genauso wie jeder andere da hoch. Mal 48. Das kann ich mir nämlich denken. So ist das Sprite echt genial. Dann hüpft das Vögelchen halt so auf der Erde rum und freut sich und bla und blub. Aber hier, die Sprites, die sind etwas nicht so geil gemacht, sagen wir es mal so. Die nehmen wir nämlich mal. Und setzen den ganzen Quatsch mal ganz hoch. So weit hoch, wie es geht. Und jetzt dürfte eigentlich nirgendwo irgendwas drüber lappen. Doch hier. Und das Ganze speichern wir uns jetzt mal ab. Sagen wir es mal so, ich streame auch zu meinem Geburtstag, so ist es nicht. Aber ich verlange von niemandem, dass er mir da irgendwie was schenkt oder sowas. Das ist halt nicht so meine Art dann. Guckt mal, das sieht doch jetzt schon viel besser aus. He? Das sieht doch jetzt auch aus, als ob das Vögelchen fliegen würde. Klar muss ich gucken, dass ich den Schatten irgendwie dann rauskriege. So ein derben Schatten hat jetzt. Naja gut, so einen derben Schatten habe ich, ja, das ist richtig. Aber ein Vögelchen hat nicht so einen derben Schatten. Und ich muss halt gucken, dass ich das irgendwie schaffe. Dass der Vogel über solche Sachen drüber fliegen kann. Genau. Guck mal, ich schrotte das jetzt nicht. Und er kann drüber fliegen. Schön. Ja, das finde ich so schön.
kopiere ich mir gleich mal hier rüber. So, das kann ich nämlich. Solche freien Flächen wie hier machen. Hier mal ein Vögelchen hin, hier mal ein Vögelchen, der natürlich andersweitig aussieht. Und mal so ein weißes Vögelchen. So, zack, zack. Ach, hier wollte ich ja auch noch Licht hinbringen. Hier brauche ich jetzt ein Bewegungsereignis. Und zwar, ich glaube, links. Nee, warte mal. Wartet. Unten, links, rechts. Und das jeweils mit 10 Frames warten. Ich hoffe, ich erkläre das auch so ein bisschen. Also so, dass er es auch versteht. Landry, das sage ich dir gleich. Im Stream gefühlt einmal im Monat. Ich kann mich ja nicht zum Derosten für einen Speedrun-Marathon begeistern. Okay, kannst dich nicht begeistern zurzeit. Das ist aber nicht schön, das ist nicht nett. Dieses Ereignis. Also quasi habe ich jetzt hier mit der Bewegungssteuerung eingestellt, dass sich das Teil dreht. Was wiederum heißt, es ist halt eine Bewegung drinne. Der RPG-Maker, warum auch immer, hat gesagt, okay, pass auf, er soll sich nach unten, links und rechts drehen. Erst dann das natürlich in einem parallelen Prozess und dann sieht das quasi an der an den Kerzenständer sieht das dann so aus, als ob das sich bewegen würde, also flackern würde. Das zeige ich euch gleich. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. So, das machen wir mal hier noch mit hin. Also quasi, ich habe einfach nur das so gemacht, dass mit der Bewegung die Flammen sich so ein bisschen bewegen oben. Mehr ist es nicht. Das habe ich quasi mit dieser Bewegung gesagt.
Es sind drei Bewegungen. Genau, für einen Flammeneffekt ist das einfach. Natürlich würde ich jetzt sagen, okay, was mir ja auch das öfter mal passiert, ich vergesse das auf dieses Ereignis zu setzen. Kann schon mal passieren, dass dann auch das sieht jetzt gleich lustig aus. Was mir das passiert? Wieso? Was? Hallo? Was machst du? Ey! Da tut sich quasi einfach mein Charakter bewegen. Da hast du da oben dann keinen Bewegungseffekt drin. Das passiert mir so oft, dass ich das vergesse, da umzustellen. Ja, und jedes Mal, wenn sich dann der Charakter so richtig schön blöd und bewegt, dann so... Oh, da war doch was. Ach, Mano. Dann machen wir mal da noch welche und hier an den Ecken. Und da müsste das ja eigentlich genug Licht sein. Ich versuche, das so geil wie möglich zu machen hier. Drüberlatschen kann ich auch nicht. Sehr gut. Warte mal, das ist aber nicht das, was mir so gefällt. Warte mal. Das kriege ich noch geiler hin. Ich noch gerne. Warte. Das sieht mir nämlich ein bisschen zu starr aus. Ich muss nur mal ganz kurz was gucken. Ups, das wollte ich doch. Das nehmen wir mal raus. Fügen das ein. Pass mal auf, Landry. Entfernen und nicht Ende. Ist auch extra erstmal hier draußen starten. Das mit den Vögeln, das ist so geil. Moment, das ups, das hat gerade ein bisschen falsch geklungen. So. Und jetzt hier rein. Sieht das jetzt nicht noch geiler aus? Ja, die Leuchtkraft kann ich noch einstellen. Das ist ja kein Thema.
Ich werde es auch ein bisschen langsamer machen, vielleicht. Dass die individuell schnell sind, quasi. Das kann ich alles hier jetzt noch pulsieren. 20%. Ich nehme das mal raus. Das würde mich jetzt mal interessieren, wenn ich den einen Text rausnehme. Hier gibt es keinen Unterschied. Also kann ich auch sagen, das Blinkern soll gerade mal 1% sein. Nehmen wir mal 1%. Das Pulsieren nehmen wir mal 90. Einfach mal übertreiben. Einfach schön übertreiben. Mal gucken, wie sich das jetzt auswirkt. Vielleicht ist es jetzt so, so richtig schnell. Genau. So finde ich das geil. So muss das sein. Das ist geil. Das freut mich. Oh Mann. Nein, wir machen das wieder zurück. Ich glaube, 20 war's. Katze müde, Katze muss schlafen. Ja, so nach dem Motto. Aber das ist gut zu wissen. Wartet mal. Ich brauche nicht den ganzen Quelltext. Ich brauche nur quasi ein Stück davon. So. Be right back, Küche. Alles klar. Wie war das? 20, genau. Wartet mal. Wenn ich das ein bisschen verändere. Ich den Dungeon ein klein wenig anders mache. So sieht das doch total episch aus. Wenn man da so hinkommt, so in die Höhle rein, so. Bam! Bitteschön! So sieht's aus! Auch wenn ich hier unten jetzt gerade einen Fehler reingemacht habe. Zack, hier! Bitte! Mach jetzt was draus, so nach dem Motto. Setzen wir mal alles noch ein kleines Stück runter. Dann machen wir noch was anderes. Und zwar nehmen wir das raus. Schaltersteuerung, alter Mann. Kopieren uns das raus. Und
Hauen das weg. Hauen das hier rein. Dann nehmen wir das alles hier. Und fügen das hier ein. Selbstschaltersteuerung A ist aktiviert. Das machen wir mal raus und setzen das ganz unten hin. So, dann muss ich hier noch was ändern. Das raus und das rein. So, das haben wir. So, hier das Antennenschwert. Antennenschwert erhalten. Okay. Dann können wir dieses löschen und das ist auch weg. Okay. Wobei, wartet, wir können den Schalter doch noch verwenden. Was war's für ein Schalter? 16. Alter Mann. Nehmen wir mal hier zum Beispiel mit rein, den Schalter. Dann soll der alte Mann einfach nur noch sagen: It's dangerous to go alone. Haben. Und damit wir uns nicht die Vorfreude irgendwie kaputt machen, nehmen wir mal den Spieler hier draußen hin und freuen uns unser Leben. Nein, Quatsch, wir werden das dann so machen, dass wir dann gucken. Eigentlich könnte ich ja hier noch etwas hinsetzen. Da könnte ich mir den Schalter sparen. Wäre die 16 quasi wieder frei. Das machen wir mal. Das löschen, das raus. It's dangerous to go alone. Kann ich mir das hier jetzt sparen? So, den schalten wir wieder frei. Brauchen wir nicht. Übernehmen. Ja, klar. Okay. Und das raus. So. Hihi. Jetzt müsste es aber wirklich geil aussehen. Ja, ich find's geil. Hier aus kann man den nicht ansprechen. Nö. It's dangerous to go alone. Take this. Verdammt, mein Großvater sagte dies immer. Muss wohl in der Familie liegen, Schwerter zu verschenken. Wieso kommt mir das so bekannt vor? Aber das Schwert verschwindet nicht. Das muss ich nochmal überarbeiten. Weil ich den Selbstschalter vergessen habe. Der ist gut.
Das ist so eine kleine Hommage an Zelda. Stinch willst du go alone? Verdammt, mein Großvater sagte dies immer. Muss man in der Familie liegen, Schwerter zu verschenken? Wieso kommt mir das so bekannt vor? So, Schwert ist weg. Schwert haben wir jetzt auch im Rüstungsmenü. Ein Tennenschwert, genau. So, Griffplattenschwert, das kommt ja dann sowieso raus. Then choose to go alone. So. Schrecke doch nicht. Jetzt habe ich aber noch was vergessen zu gucken. Ich muss dem Ganzen ja auch noch mal so ein bisschen verfolgen. Ich muss das Ganze ja auch noch mal gucken. Okay, pass auf. So und so sieht's aus. Das und das muss ich noch machen. So, weil das hier ist wichtig, ein Antennenschwert erhalten. Das ist mega wichtig. So, dann gehen wir wieder raus. Wir machen es mal Tag, so, zack. Status. Reicht eigentlich, was hier ist an Status? Gut, man könnte gucken, dass ich vielleicht die Schalter hier, also die zwei nach oben kriege noch. Aber man hat Angriff, man hat Verteidigung, magischer Angriff, magische Verteidigung, Agilität und Glück. Das sind so die Hauptteile, die man braucht. Was ich noch machen wollte, ist was anderes. Wartet. Und zwar geht mir eins auf die Nerven, das, wo ich eigentlich dachte, oh, das ist eine geile Idee. Und zwar der Aske. Das soll Dolch, Schwert, Flegel nicht, Axt nicht, Peitsche nicht. Stock kann er machen, Bogen nicht, Armbrust nicht, Klauen nicht, Handschuhen nicht, Speer nicht. Aber er kann halt quasi alle Rüstungen tragen, die er will. So. Das ist nämlich dann das, wo ich dann hier Probleme kriege mit Dolch, Schwert, Flegel, bla, Gedöns und hast du nicht gesehen. Das steht dann nämlich nicht mehr hier, quasi. Das sieht auch einfach zu viel aus. Optionsmenü, da muss ich auch noch mal drüber arbeiten. Das Safe Show Kompass. Genau, hier muss ich auch noch mal quasi überarbeiten alles. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ist es notwendig, wenn man eine Display-FPS-Anzeige hat, außer ich jetzt als Entwickler? Fullscreen ist zum Beispiel okay, das finde ich okay. Special Effects, das zum Beispiel, das soll dann immer an sein, soll aber nicht drinne sein. Wetterdesign, ja, es ist auch so eine Sache, ob das überhaupt drinne sein muss. Also ich muss noch mal gucken, was ich hier alles rausnehmen dann. Ich meine, das Playtest, was hier ist, das ist ja dann sowieso draußen. Das ist so mein kleines Cheat-Menü. Gegenstände wichtig, wichtig. Skills ist auch wichtig. Was ich auch noch mit reinmachen werde, ist ein Skillsystem. Das heißt, ihr könnt dann quasi ab einem bestimmten Level euch selber aussuchen, was möchte ich skillen.
Ja, Rüstung, das hat man ja jetzt eben gerade. Status, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus jetzt. Status, das gefällt mir so. Ja, Quests muss ich auch noch machen. Die Option hat man ja. Das Speichermenü sieht so aus. Das Laden dann demnach auch. Spielende. Okay. Ich will das jetzt mal resetten. Ich will das jetzt mal angucken. Wie gesagt, wenn ich das dann alles überarbeitet habe, das Optionsmenü und alles, dann ist das auch alles ein bisschen schöner. Skills war es nicht. Rüstung. Dolch, Schwert, Stock. Das sind die Sachen, die er auswählen kann. Okay. Da möchte ich aber noch etwas machen. Beidhändig. Genau, beidhändig soll es sein. Das heißt, man kann ihm quasi eigentlich zwei Schwerter. So war das eigentlich gedacht, dass man zwei Schwerter in die Hand drücken kann. Bei ein Dolch und ein Schwert. Ja, doch, ich glaube, so können wir das machen. Dolch und Schwert. Das würde mir gefallen. Das haben wir gemacht. Wald. Hier haben wir eigentlich auch alles getätigt. Grab des Mannes. Da können wir hier ja weitermachen mit der Albino-Quest. Moment, hier im Wald. Nehmen wir mal noch ein paar Vögelchen mit rein. Ja, bitteschön. Wir sollen das dann halt quasi alles einfach mal so ein bisschen dann beleben. Hier machen wir mal noch was komplett Verrücktes rein. Da soll es ja nicht nur Vögelchen geben, es gibt ja auch noch andere Lebewesen auf dieser Welt. Ich muss es nur finden. Ja. Schmettergarke. Ich dachte, das einfach nur so ein bisschen zur Verschönerung dienen. Haben wir denn vielleicht noch die Sprites hier drin, wo ich... Nein, natürlich nicht. Gut. Mann. Ist... Außen, okay. Abgesetzt.
Dungeon. Jetzt habe ich zweimal Dungeon 2. 1002, ja. Und ich habe das Gefühl, das ist es nicht. Ach, das ist nur draußen, okay. Eine Karin in 3D, okay. Jetzt muss ich nämlich wieder etwas machen. Und zwar auf GIMP. Das ziehen wir hier rein. Dann brauche ich mal noch etwas. Ich habe mir doch mal die Mühe gemacht und hatte die. Also nicht gemacht gehabt. Oh Mann, dann habe ich das halt noch nicht gemacht. Warte mal, ich habe hier doch irgendwo... Hätte mir doch mal die Mühe gemacht und habe quasi die Bilder, die Crayer mir gegeben hat. Die haben wir sie doch. So, zack, das ziehen wir uns hier rein. Machen natürlich hier wieder eine... Raster-Anzeigen. Konfiguration 48x48 waren's. Klatschen die einfach mal hier unten hin. So. Da habe ich nämlich jetzt auch die ganzen Pflanzen, die ich von Crea bekommen habe. Die sollen jetzt auch endlich Einzug erhalten. Da bin ich Crea übrigens auch nochmal sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie das alles so für mich gemacht hat. Vielleicht mal hier noch ein Röschenhaufen hin. Mal noch ein kleineres Röschen hier mal noch. Ja, so ein bisschen Grasfleck. Etwas höheres Gras. Nicht. So kleine unauffällige Blümchen dann. Geil. Ist schon geil. Was sagt denn ihr eigentlich dazu? Würde euch so eine Map hier gefallen? Vielleicht noch.
Sieht nicht langweilig aus, finde ich. Da sind ein paar Schmettergargen, Vögelchen. Jetzt sieht das gerade alles noch so ein bisschen überladen aus, aber wenn wir uns mal die Mühe machen und die ganzen Viecher hier platt machen, dann ist das schon alles andere als überladen. Weil ich muss ja auch Baby. Ich muss ja auch damit dann rechnen, dass ihr ja dann auch wirklich jeden Gegner besiegt. Dass ihr nicht versucht, einfach durchzurennen. Und schon sieht das nicht mehr so derbe überladen aus. Wenn man die Gegner hier so ein bisschen gecleant hat. Siehst du hier noch ein paar Schmetterlinge, wie sie hier rumfliegen und alles, hier ein Vögelchen. Sieht nur im ersten Moment so überladen aus, aber wenn du... Ich muss ja, wie gesagt, damit rechnen, dass ihr ja dann die Gegner alle umbringt. Oder beziehungsweise ich möchte ja, dass ihr die alle umbringt. Nicht wundern, dass ich jetzt nicht sterben kann, das ist halt so. Cheater, das ist mein Spiel, ich darf machen, was ich will. Gut, vielleicht mal so zwei weniger an Schmetterlingen. Und die zwei Vögelchen mal woanders noch hingesetzt. Aber sonst finde ich das relativ geil. So zwei Schmetterlinge weniger. Und hier mal so Vögelchen, vielleicht da oben noch ein Vögelchen. Jetzt sieht das halt noch so aus, als ob es, ich möchte halt quasi, wenn man dann da wieder drauf kommt, warum auch immer, weil er sagt, ach, jetzt habe ich die Truhe hier vergessen, jetzt gehe ich nochmal zurück. Oder, mir hatte halt gerade die Karte hier. Entschuldigung, mir hat gerade hier die Karte so schön gefallen. Ich bleib jetzt einfach mal hier. Dass trotzdem noch Bewegung in dem Ganzen ist. Dass es nicht irgendwie so aussieht wie, jetzt habe ich das gecleant, jetzt ist da, bin da tot höchstpersönlich sozusagen. Das möchte ich nämlich nicht damit machen. Hier werde ich auch mal noch eins, zwei Biester hinsetzen. So, damit das dann halt auch so freundlich aussieht, so schön aussieht. Hier setzen wir mal ein weißes Täubchen hin.
Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als eine Map, die einfach tot aussieht. Die einfach tot ist. Das ist das Schlimmste, was ich finde, was es geben kann. Wenn es so gewollt ist, Landry, dann ist das was anderes. Dann ist das auch okay. Aber guck mal hier, so eine belebte Welt, wie es hier ist. Die soll ja belebt sein. Hier, das einfach so stumpf und langweilig zu lassen, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass man dann sagen kann, ey, cool. Auch wenn ich jetzt 5-mal hier reinrenne, es sieht halt immer noch belebt aus. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich noch einen Grashüpfer oder sowas. Aber macht jetzt nicht so viel Sinn. Maus, mehr in den Dungeon drinnen. Auch wenn das nur so ein kleiner, lumpiger, dreckster Grashüpfer ist, der da einfach mal ein bisschen Bewegung reinbringt. Ich möchte das halt schön haben. Ich möchte halt sagen, hier, guck mal, Schlange zum Beispiel, eine Schlange. Die kann man doch, man kann doch einfach mal sagen, okay, eine Schlange, das ist jetzt wirklich nicht schlimm. Kann man hier reinsetzen. Natürlich muss ich hier jetzt einen Durchgang rausmachen. Und das ist unterm Charakter. Schlange und Echsen. Da haut man halt mal hier so einen kleinen Schlangensprite rein und fertig. Ich meine, hier würde jetzt ein Vogel vielleicht nicht so viel Sinn machen, außer so ein Bergadler oder sowas. Und nein, ich möchte keinen Bergadler reinmachen. Ja gut, das muss ich jetzt noch anpassen mit der Schlange. Und die bewegt sich auch ein bisschen zu schnell, finde ich. Machen wir mal langsam. Fliegt die? Ja, wie gesagt, die muss ich dann noch gleich anpassen. Aber so würde das doch so schön aussehen, wenn die hier so einfach... Nehmt jetzt mal den Schatten bitte weg, ja? Denkt euch mal den Schatten weg. Das ist doch einfach nur so... Ja, es gibt schlechtes Wetter, die Schlangen fliegen tief. Sieht doch einfach schöner aus, wenn da einfach mal was rumkreucht und fleucht. Einfach mal was ist. Oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Wenn hier einfach mal was rumbaumelt. Vielleicht mal noch ein kleines Stück schneller. Freeman! Moin, wie geht's? Schön, dass du da bist. Und zum Beispiel solche Spiele wie Stardew Valley
wurden mit einem RPG-Maker gemacht. Ja, das ist richtig. So, jetzt muss ich nur noch einen Schatten rauskriegen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Aber, Freeman. War das Java? Ich glaube, das war Java. Aber glaube nicht, dass das einfach mal so schnell was zusammengeklickert ist. Also ich bin jetzt bei über 700 Stunden und ich bin noch nicht mal... Also ich habe mir das auch selber beigebracht, alles. Ich bin noch in der Lernphase, mehr oder weniger. Und ich bin bei 700 Stunden. Ich habe es noch nicht mal bis zur Demo geschafft. Du kannst wohl skripten. Dann wird es dich freuen, wenn du Unity lernst. Dieses Jahr soll ein RPG-Maker mit Unity-Sprache rauskommen. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz in die Plugins reingucken. Event Item Main Message Option bla, Skill Akku bla 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 bla. Ich suche gerade was. Deswegen bin ich gerade mal so ein bisschen leise und konzentriert. Also auf jeden Fall, ich selbst bastel ja ein RTS. Das will ich erstmal fertig haben. Dauert leider noch ewig. Falls du eine Demo hast, kannst du es mir ruhig mal gerne schicken. Okay, ich finde es gerade nicht. Ich muss mal gucken. Oh, das war mit dem Schatten. Ich find's gerade auf die Schnelle nicht. Wie gesagt, wenn du gerade an einem Spiel bist, kannst du mir das gerne dann zuschicken. Ich werde es dann sogar auch hier spielen. Und werde dann sagen, hey, entweder ist es echt gut. Für meine Verhältnisse natürlich, also ich bin jetzt kein Spielkritiker oder sowas. Das will ich mir auch nicht zumaßen, sowas zu sein. Aber ich werde dann definitiv so antworten, wie ich das denke. Also so wie ich halt quasi auch über das Spiel denken würde. Darfst aber nicht davon ausgehen, dass solche älteren Spiele wie zum Beispiel auf dem Super Nintendo mit dem RPG Maker gemacht worden sind. Also so leicht ist es dann auch nicht. Sieht scheiße aus. Komm, weg hier.
da meine Spinnwebe. So, in der Ecke meine Spinnwebe. So. Also sozusagen, ich habe eigentlich von Programmiersprache und allem drum und dran recht wenig, ja, ich bin da nicht so bewandert, sag mal so. Ja, das ist dann auch immer so eine Sache. Gerade wenn du das ohne RPG-Maker zum Beispiel, also wenn du das wirklich aus dem Nichts rausstampfen tust, setzt dich hin und schreibst und schreibst und schreibst und versuchst da halt quasi ein Spiel zu machen. Ja, ja. Grafiken erstellen, ja. Dann gegebenenfalls vielleicht noch, ja, irgendwelche anderen diverse Sachen, die man dann noch einstellen muss und machen muss. Es ist schon eine Menge Arbeit. Also da ist das hier mit dem RPG-Maker dann definitiv sehr, sehr vereinfacht. Hier brauche ich zum Beispiel keine Grundkenntnisse in JavaScript oder sonst irgendwas. Funktioniert auch so relativ gut. Wobei, ja. Mittlerweile würde ich mir wünschen, dass ich skripten könnte. Sagen wir es mal so. Dann könnte ich mir meine eigenen Plugins bauen, dann könnte ich mir meine eigenen Sachen, die ich einfach mal so brauche, hinzimmern. Ich habe es mal versucht, mir das selber beizubringen. Ich meine, ich bringe ja so ziemlich alles selber bei. Aber das ist eine Sache, die kriege ich nicht hin. Ich meine, hätte man mir vor vorletztes Jahr gesagt, hier, pass mal auf, du erstellst bald mal dein eigenes Spiel. Hätte ich gesagt, ja, natürlich, alles klar. Und ja, das ist, also, ja, ich kann einfach nicht skripten. Das ist ein Problem bei mir. Was ich irgendwann mal noch beheben werden wollen würde. Hin. So, das haben wir. Ich meine, hier kann ich in der Höhle kann ich ja wirklich recht wenig machen. Da sind mir halt auch so ein bisschen die Hände gebunden. Man kann ja nicht sagen, okay, in der Höhle kommen jetzt hier, wartet. In der Höhle bauen wir jetzt einfach mal hier sowas hin. So eine Topfpflanze in einer Höhle, wo eigentlich so gut wie nie ein Mensch da ist. Also das macht ja dann recht wenig Sinn. Ja gut, wobei. Zwischen Sinn und Unsinn bei einem Spiel. Man sollte da nicht nachfragen. So, das kommt weg. Erhaltenes Item, zack, bam. Und das hier kommt auch definitiv weg. Soll hier nämlich
Habe ich noch keine Messer? Stäbe? Schwerter? Stäbe? Knüppel? Messer, Messer, hier habe ich. Moment, was hatten die jetzt für ein Level? Zombiehund, das muss ich jetzt mal gucken, was die für Werte haben. 800, 300, okay. Scheiße. Ich trottel. Hab ich doch hier aufgeschrieben. Hihi. Ich mache mir hier extra noch Listen und alles. Genau, die Levelwerte, die habe ich ja noch nicht übertragen gehabt. 800. Die habe ich noch gar nicht überarbeitet. Guck mal einer an. Aber, Freeman, weißt du eigentlich, was das Schwerste ist hier bei solchen Sachen, wenn du dir ein Spiel erstellst? Alles klar, Landry. Das Schwerste daran ist, das alles so ein bisschen ausbalanciert zu haben. Einfach mal zu sagen, okay, es ist jetzt einfach mal so, wie ich das sage, so wie ich das will. Und man kommt ganz gut damit zurecht. Das ist eigentlich mit das Schwerste. Hier sollen ja eigentlich eher etwas schwerere Gegner sein. Wir machen die mal auf Level 25. 2300. Ja. Hier auf 251. Auf 63. Nee, nicht 44, 55. Jetzt kommen die 44. 40. Elität von 102. Der Lack von 102. So, übernehmen. Gut, das haben wir schon mal umgestellt. Level 25. Da können wir jetzt nämlich mal durchrechnen. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay, in 5er Schritten geht das dann bei den Messern. 15, 15, das war ein Level 15er. 20, 25, da wäre quasi das hier. Das Messerchen wäre das, was man hier finden könnte oder sollte. So, es war das Castero. So, das haben wir. Selber machen wir jetzt hier auch noch mal. Aber ich finde doch, dass das dann schon besser aussieht, hm? Wenn ich hier noch mal so ein bisschen was hinzumache, so ein bisschen was hinkriegsel oder mache. Oder was sagt ihr? Ist das so trostlos und trist, so?
lieblos, mehr oder weniger. Ist das mehr was für euch oder was ich eigentlich glauben kann? Einfach mal willkürlich hier irgendwelche Dinger hingeballert. Jetzt machen wir da rüber und machen dich weg. So, Risse, ja einer, dann möchte ich, dass noch einer ist. Einfach mal so kleine Akzente reinhauen. Ja, ich weiß, es sieht auch immer dann so ein bisschen gleich aus. Es ist mir bewusst. Ein Sinn, das muss dahin. Aber man ist ja auch mit so einer Ansicht, ist man ja auch so ein bisschen limitiert mit dem, was man machen kann. Auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, so kleine Sachen, wie zum Beispiel so eine scheiß Spinnwebe hier irgendwo hinzuzimmern. Doch, kann man schon so lassen, ha? Da noch was hin und hier oben, da fehlt auch noch ein bisschen so. Mehr werde ich jetzt auch nicht dahin setzen, bis auf noch ein paar Tierchen. Auftritt schön. Ich muss sowieso dann noch mal hier komplett durchhämmern. Und dann zu schauen, dass ich die Gegner alle wieder vollständig mache. Das ist ja dann auch immer noch so eine Sache. Ich muss ja dann gucken wegen den Gegnern und ach. Das wird noch so eine richtig schöne Schweinearbeit. Das haben wir. Jetzt hier noch ein paar Fleckchen rein vielleicht. Ich habe gesagt, ein paar und nicht das ganze Ding voll. So, hier ist nämlich ein kleines Labyrinth. Hier würde ich eigentlich auch eher weniger Deko reinmachen, sondern mehr so Spinnweben und Risse und man hat es nicht gesehen. Halt irgendwie an die Wände. Da würde ich mich auf die Wände fokussieren.
Aber halt auch so, dass es nicht überladen wirkt. Hier noch ein bisschen was. Man eigentlich so lassen. Davon mal abgesehen, ich bin ja sowieso nicht so gelernter Grafiker oder so. Ich finde es okay so. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Man muss ja nicht an jede einzelne Mauer irgendwas machen. Aber noch eine Sache wegen dem, jetzt sehe ich auch mal, was Freeman gesagt hatte. Es gibt auch Leute, die machen das ohne RPG Maker, ne? Die können das auch so programmieren oder beziehungsweise machen. Das sind dann aber eher solche Hardcore-Typen, also. Auf dem Boden sieht das ja auch gar nicht so schlecht aus. So ein Baukastensystem ist halt dann schöner, weil es einfacher, leichter ist. Hier sogar ich den Scheiß hier. So, hier noch eins. Nicht übertreiben, das passt so. Vielleicht mal noch ein paar Fleckchen rein auf dem Boden, ja. Aber mehr auch nicht. So, da haben wir die Höhle nämlich auch schöner gemacht. Das Einzige, was halt wenig ist, sind halt wirklich wenig Truhen dort. Ich werde aber mal ganz kurz hin müssen. Ich bin gleich wieder da. Nicht mal 2 Sekunden bin ich wieder da. So, entschuldige, dass ich mal ganz kurz weg musste. So, genau, da haben wir das nämlich alles jetzt so errichtet. Jetzt kümmern wir uns quasi erstmal hier draußen. Teilweise um die Monster, teilweise Mäuse oder sowas mit reinsetzen. Hier habe ich das ja auch vorbereitet. Und zwar, wartet mal.
habe ich's drinne. Ja, ist es drinne? Hier auch. Hier fehlt's. Wartet mal. Muss mal was gucken gleich. Vielleicht mache ich mir die Sache auch schwerer, wie sie eigentlich ist. So. Ich möchte mal gucken. Bei den Plugins. Und zwar das mit dem Kompass. Hier auf Hitten haue. So, übernehmen. Paralleler Prozess. Und nehme das raus. Und starte es. Müsste es eigentlich so sein, dass jetzt der Kompass aus ist. Genau, der Kompass ist aus. Ja, die Echse fliegt auch. Hier auf der Oberwelt muss ich ihn wieder anmachen. Das heißt, ich kann ihn hier in dem Ereignis quasi anschalten. Natürlich soll es hier ein paralleler Prozess werden. Alles klar. Hau mal rein. Mal gucken. Der Kompass ist quasi genau, da unten das. Jetzt komme ich da wieder nicht rauf. Okay, dann wird er hier ausgeblendet. Das ist eine Sache, die muss ich jetzt testen. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal hier das, wenn ich hier hin will. Ist Taya. Taya. Nehmen wir mal das hier, Hit Kompass raus. Fügen es einfach mal hier ein mit dem Hit-Kompass. Machen hier Enable. Okay, übernehmen. Das machen wir natürlich dann hier drüben auch.
Sehr schön. Da brauche ich das nämlich nicht auf jeder scheiß Map zu machen. Hier geht er wieder rein. Sehr gut. Dann mache ich das in Zukunft nämlich so, dass ich nur noch das mit dem Hit-Kompass ausmache. Und ich habe das ja so geschaltet, dass er hier wieder angeht. Wie viele Events haben wir denn hier eigentlich? 91 Grad mal. Sehr gut. Genau. Ich meine, das, so wie es jetzt hier ist, lasse ich so. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Aber ich brauche dann nur noch das mit dem Hit-Kompass mit der Variablen da zu hauen. Also in die Variable zu hauen. Das heißt Variable hier in das Event. Das ist cool. Das gefällt mir wirklich. So, jetzt machen wir das hier so wie vorhin. Hauen hier mal noch so ein kleines bisschen was rein und setzen die auf zufällig. Und zufällig übernehmen. So. Das haben wir. Als nächstes kontrolliere ich hier noch einmal. Das ist richtig. Das mit den Schatten kriege ich auch noch irgendwie raus, wie das war. So, zack. Jetzt gehen wir hier in die Mitte, also in den Dungeon wieder rein. Wir gehen in den Dungeon rein und machen das wieder hier hin. Ich werde mal gucken, vielleicht werde ich das dann irgendwann mal so machen, dass ich versuche, mich an Animationen versuche von den Gegnern. Mir gefällt es noch nicht so, dass das hier einfach nur solche schwarzen Viechter sind. Aber das übersteigt. Nee, nicht an so viel. Das übersteigt momentan meine Fähigkeiten. Oder ich finde vielleicht jemanden, der solche Animationen machen kann. Solche Bewegungsreihenfolgen und sowas, der das auch gerne macht. Weiß ich nicht, wie das, das alles so könnte. Also hier auch zufällig, ja. Oh Mann, ich muss euch damit heute so richtig schön langweilen, was ich hier mache. Einfach nur dummes Rumgeklickel hier. Aber man möchte ja doch so ein bisschen, dass es schön ausschaut, oder? Das hätten wir auch. So, nur noch diese Ebene und dann sind wir mit Albino Quest fertig. Junge, 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 Junge.
Da haben wir das nämlich auch alles überarbeitet. Ich hebe mich von der Menge ab. Inwiefern? Das ist doch einfach nur so. So, heute passiert ja nicht wirklich viel, außer dass ich das alles hier überarbeite. An der Spitze war, genau. So. Ja. Haben wir alles gemacht? Mich würde das mit dem Schatten sehr gerne interessieren, wo das war. Battle Element Status Core, Event Move Core, Item Equip. War das hier bei Move? Nee, das ist einfach nur Item Equip Main Menu Message Option Core Save Skill Status States Acro Control System Battle Lighting Effect Water Effect. Ach, übrigens, Leute. Das werde ich da auch noch rausfinden. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, im Wasser den Himmel abbilden zu lassen. Was meint ihr? Würde sich das lohnen, ja oder nein? Rigged Effect, Common Effect, Du das System Dragon Bla, Enable Type System, Equip Set. Bonus, Item Crafting, Party System, Quest System, Skill Learn, Wissen, Battle, Engine, Weapon, Axe, Camera. Booster. Achso, es gibt übrigens auch Scripts, die habe ich dann rausgenommen. Effects. Little cooldown. Stage Tool Tips. Steal Items. Man kann auch später irgendwann mal Items stehlen an den Viechern, aber das werde ich dann alles noch einarbeiten. Victory Aftermath. Ist echt nicht. Ja, das werden wir noch rausfinden. So, mir ist aber noch was durch den Kopf gegangen. Und zwar gehen wir mal hier ins gewöhnliche Ereignis, in die Wetter. Hier haben wir ja zufällig 1 bis 6. Ist Wetter 0 bis unter 5, dann ist überhaupt kein Wetter. Überhaupt nichts. Das ist ja nichts. So, hier werden wir aber noch mal was verändern. Hier werden wir noch mal was verändern, und zwar über den Plugin. Das ist das Richtige? Nee, war's nicht. Ja, toll. Jetzt wollte ich irgendwas machen und hätte was Falsches gemacht.
Ja, das wollte ich haben. So, und zwar. Was hat man hier? Schnee hat man, glaube. Zack, Snowflakes. Genau, was haben wir hier? Da brauchen wir das nämlich nicht mehr. Das ist bei Wetterart 6 oder höher. Da kann man das nämlich dann gleich auf Regen ummodeln. Was wiederum heißt, hier müsste man dann... Underwater Storm, bla bla bla. Hier, Rain. Zack. Regen ist drin, da können wir das nämlich rausnehmen. Das müssen wir auch rausnehmen und müssen quasi hier Clean Weather machen. Also, dass gar nichts ist. So. Zack. Übernehmen. Wetterart 6. Okay. Das machen wir mal. Wir gucken mal. Somit habe ich jetzt nämlich noch viel weitere Möglichkeiten. So, Variable. Art. Genau, jetzt regnet das nämlich so schön. Sieht das nicht schön aus, der Regen? So, allerdings können wir das nämlich auch noch mal erweitern. Wir machen das Ganze nämlich mal noch weiter. Und zwar tun wir das bis auf kleiner als 6. Kleiner als 5, größer als 0 und kleiner als 5. Genau, dann tun wir das nämlich mal noch erweitern, das Ganze hier. Bearbeiten und hängen das mal auf 0 bis 7. Genau. Variable Steuerung plus 1. Andernfalls Variable Steuerung plus 2. Achso, das ist die Dauer, genau. Dauer gleich 50. Achso, ja, gut, ich verstehe. So, nehmen wir jetzt mal 7. Wir haben jetzt auf 7 erhöht. Gut, das machen wir mal hier. So, gut. Das machen wir mal hier weiter. Und zwar 7 ist gleich und oder höher als 7. Das geht ja nicht. Hier müsste man nur noch was mit reinschreiben. Und zwar ist gleich 6. Größer und oder kleiner als 6. Also da gibt es kein Rankommen, da ist einfach, wenn die Wetterart 6 erreicht hat, ist das so. Warte mal, das kann ich anders machen. Das kann ich hier bearbeiten. Ist gleich 6. So, wenn das nämlich dann genau auf die Zahl 6 geknallt wird, dann
geht nichts drüber, dann ist das so, dann ist es vorbei. Dann fängt es an zu draschen, zu regnen. So, hier machen wir ist gleich 7. Da führt kein Weg dran vorbei, das ist so feuerfrei. So, genau. Hier ist es allerdings mit einer Schaltersteuerung, und zwar ist Schneeregion an. Moment, muss ich anders machen, bedingte Verzweigung. Ist Schneeregion an. Soll das hier nicht passieren, dann ist es nicht existent. Wenn sozusagen Wetterart 7 passiert, dann wird noch abgefragt, ist Schneeregion an? Ja, dann soll nichts passieren. Dann soll es weiter sonnig sein. Und ich könnte jetzt hier auch einfach Schnee reinmachen zum Beispiel. Oder andere, nee, was anderes. Moment. Ist Schneeregion an? Dann soll es nicht regnen. Soll es nämlich Eis. Dann soll ein Blizzard entstehen. Aber ist die Schneeregion aus, dann soll es zu Memorize. Wind. Dream Speed. Gucken wir uns das mal an, das Extreme Speed. Weil es gibt ja nicht nur Regen und Schnee, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass das Wetter einfach mal ein bisschen stürmisch ist oder ein bisschen windig. Gegebenenfalls auch etwas stärker windig. So, wir machen mal die Variable. Was du denn jetzt? Tag und Nacht. Ja, Wetterart. Okay, das ist nicht gut. Das sieht nicht schön aus. Ja. White Clouds. Okay. Bin ich mal gespannt. Vielleicht kriege ich es dahin, dass es so ein bisschen quasi über das Land so seicht zieht. Dass man einfach sieht, okay, es ist ein bisschen windig. Nee, nicht teleportieren. Das war Quatsch. Die Variable. Dauer. Wetterart. Da ist noch eine Wolke, die Sau.
Wolkig, das soll wahrscheinlich wolkig sein. Temps. Was sind Temps? Das ist jetzt einfach nur rumtesten und gucken, was da passiert. Wie mache ich jetzt auch extra, wenn ich das gefunden habe, wie ich es mir denke, erst dann beende ich dann quasi. Boah, das ist aber ganz schön stürmisch, ha? Das ist immer noch die Wolke, die Sau. Ganz schön stürmisch. Aber das speichere ich mir mal ab. So, zack. Was haben wir denn noch? Temps. Pollen. Ballons nicht. Greenleaf. Green Cast. Wir machen mal Greenleaf. Mal schauen. Das war, das kann ich, sowas kann ich reinmachen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung. Den Cast. Sowas kann ich reinmachen, wenn ich irgendwie wirklich in einem Gebiet drin bin, wo es echt stürmisch ist und alles. Guck doch mal, das wäre doch. Wär doch was, wo man sagen kann, okay, es windet. Ja, das lassen wir so. Das hier noch umzuschalten. Ich trottel. Das machen wir auch noch schnell. Hier ist noch Holzfäller Lager. Okay, weiter. Alles klärchen. So. Da haben wir das nämlich auch. Aber das gefällt mir, ja. Das gefällt mir sehr. So.
Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende angekommen. So. Ist denn noch jemand da für eine Battle Royale? Wenn ja, einfach mal irgendwas in den Chat reinschreiben. Egal was, egal wie, egal wo, egal wann. In der Zwischenzeit gucke ich nämlich mal, ob wir jemanden raiden können. So, nächste Woche wird es ein bisschen spannend für mich. Und zwar bin ich quasi jetzt diese Woche Sonntag und Montag nächste Woche auf Arbeit. Danach habe ich frei. Allerdings ist das WGT jetzt nächste Woche. Ich weiß nicht, ob ich am Wochenende dann online sein kann. Allerdings bin ich dann von Dienstag, kann sogar sein, dass ich tagsüber da bin. Weil ich muss so ein bisschen in den Tagschichtrhythmus rein. So. Nur mal so als, als Kleinigkeit so quasi. Einfach mal so. Ich finde, man sollte Bescheid sagen. So, genau. Es hat sich bis jetzt noch keiner gezuckt. Also, werden wir einfach mal raiden. Duty will ich euch nicht antun, das ist scheiße. Kommt. So. So Leute, wir werden rüber zum Arty raiden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit rüberkommt, ein paar nette Worte mit da lasst. Ansonsten, ich bin wahrscheinlich morgen, weiß ich noch nicht wann. Bin mir nicht sicher. Kann sein, dass ich erst nachts da bin. Kann aber auch sein, dadurch, dass meine Frau am Montag Geburtstag hat, dass wir dann halt quasi schon mal alles vorbereiten für den Geburtstag. Ansonsten, ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich auch bei jedem, der hier mit zugesehen hat, egal ob aktiv im Chat oder im Lurk. Jeder ist hier wichtig, vor allem eure Ideen und alles ist, sind immer wieder. Also die Ideen, die sind hier wirklich herzlich willkommen. Gerade wenn ich einen RPG-Maker mache. Wir raiden rüber zu Arty. Ich wünsche euch drüben noch viel Spaß. Ich bin erstmal raus und sage tschüss, bis dann. Also jetzt noch 5 Sekunden. Hihi, dann raidet's. Oder ist der Sack gerade offline gegangen? Irgendwas stimmt mit dem Raid nicht. Gut, dann werde ich halt einen Host machen.